Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mit einem etwas anderen Video, weil ich mit euch über etwas reden möchte. Kurz vorab, das ist mein neues Zimmer. Ich bin schon wieder umgezogen, wie vielleicht die mitbekommen haben, die mir auf Instagram oder Twitter folgen. Ich habe noch nicht alles ausgepackt, deswegen stehen hier noch Umzugskartons rum. Aber ich habe ein Zimmer und ich wohne wieder in Berlin und das ist sehr schön. Das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, ist mir persönlich sehr wichtig und ich habe sehr lange überlegt, ob ich das in einem Video anspreche. Wie ihr wahrscheinlich schon an der Überschrift oben gesehen habt, geht es um Mobbing. Ich habe das Thema, was mich in meiner Schulzeit sehr geprägt hat, in meinem Drama Life Video kurz angeschnitten, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, weil ich halt dachte, okay, du sagst, dass es da war, aber du sagst nicht zu viel dazu, weil es halt etwas ist, worüber man nicht gerne spricht. Aber in den Kommentaren unter diesem Video haben so viele Menschen geschrieben, dass sie auch Erfahrungen damit haben, dass sie eventuell gerade sogar Probleme damit haben. Und dort haben sie ihre Geschichten erzählt. Und das hat mich einfach so berührt, dass ich dachte, wenn das Menschen teilweise so inspiriert hat und ihnen Kraft gegeben hat, dass ich nur ganz kurz darüber erzählt habe, dass mir sowas auch passiert ist, dann dachte ich, okay, dann sprichst du einfach mal richtig darüber. Zumal ich letztes Jahr auch an einer Schule in Freiburg einen Workshop gegeben habe. Und da haben wir im Rahmen einer kleinen, großen Gruppe mit ganz vielen Jugendlichen über das Thema Mobbing gesprochen. Es war sehr, sehr krass. Am Anfang, als ich da gesessen habe und wir uns unterhalten haben, hat halt niemand gesagt so, ja, hier, ich werde gemobbt. Sie waren alle sehr reserviert und haben sowas auch nicht wirklich irgendwo beobachten können und alles. Aber als wir dann vertrauter wurden und es so allmählich ein bisschen lockerer wurde, haben sich dann doch erst einer, dann zwei, dann kam ein dritter und ein vierter. Und nach haben sich ganz, ganz viele Leute von denen geöffnet und haben gemeint, ja, ich hatte auch mal Probleme damit oder ich kenne jemanden, der Probleme damit hat. Und ich habe einfach gemerkt, wenn jemand anderes darüber redet, dann fällt es anderen leichter, ihre Lage selber zu reflektieren beziehungsweise Lösungsansätze für sich zu formulieren. Genau. Deswegen fasse ich mir heute ein Herz und möchte mit euch darüber sprechen. Ich möchte mit diesem Video einfach sagen, dass alles gut wird. Es wird alles gut, es wird besser. Und deswegen erzähle ich jetzt meine Geschichte. Also angefangen hat bei mir alles ungefähr um die 7. Klasse rum. Da bin ich halt aufs Gymnasium gekommen und wir wurden in neue Klassengemeinschaften reingeworfen. Und ich, kleiner Pimpf, ich bin ja wirklich klein und ich war damals noch kleiner. Glaubt man heutzutage kaum, aber ja, ich war wirklich mal kleiner. Also noch kleiner, als ich sowieso schon bin. Und ich spaziere da rein und freue mich und denke mir, ey, so viele neue Freunde! Und ja, die kannten sich alle schon, mich aber nicht, sondern die waren eine alte Klasse aus dem Nachbarort, die einfach komplett so auf dem Gymnasium übernommen wurde. Und ich. Und das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Aber die anderen waren halt eher so der Meinung, die kennen wir nicht, die ist komisch, nee, lass mal. Und weil ich sowieso total schüchtern war und mich nicht getraut habe, mit anderen Leuten zu reden, hat mir das die Sache natürlich auch nicht einfacher gemacht. Ich saß dann die meiste Zeit alleine da. Also die ganzen coolen Kids saßen so beieinander und ich saß irgendwo da hinten und hab, ja, gelesen oder so. Und das war auch überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, ich habe mich ab und zu mit ihnen unterhalten und das war auch ganz chillig, aber man hatte halt nicht allzu viel miteinander zu tun. Mit der Zeit ist es dann aber irgendwie komisch geworden und ich hatte immer so ein ganz, ganz komisches Gefühl in der Klasse. Irgendwann habe ich dann halt eben realisiert, dass die, wenn die zusammensitzen, dann reden die über mich. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, als ich dann mal richtig hingehört habe. Die haben über mich gelästert. Das war eine ganz, ganz komische Erkenntnis. Da wurden halt so Sachen gesagt wie, ne, guck mal, was die heute wieder anhat. Ne, die schminkt sich überhaupt nicht, die ist voll hässlich. Ich war 13, meine Güte, da schminkt man sich doch noch nicht. Also damals hat man es nicht getan, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich habe mich da noch nicht geschminkt. Das war schon irgendwie strange, weil sie nicht direkt anders dazu hatten. Und ich dachte mir nur so, es ist mit der Zeit immer schlimmer geworden. Die haben mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie da gesessen habe und ich wollte einfach nur essen. Ich hatte so ein Brot dabei, wo Salami drauf lag. Und dann läuft jemand vorbei und ditscht so mit dem Finger auf mein Brot, während ich das so vor mir in der Hand halte. Ich meine, stell dir mal vor, da kommt jemand und fasst dir auf dein Essen, während du versuchst, es zu essen. Das ist doch... Na! Das hat mich so aufgeregt. Jedenfalls war ich dann der Außenseiter in der Klasse. Also ich war creepy, weil ich nicht viel gesprochen habe. Ich habe mich aber auch nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, dann wurde darüber hergezogen. Dann haben die mich nachgeäfft oder haben das ins Lächerliche gezogen und das war ein richtiges, beschissenes Gefühl. Kinder können sehr, sehr grausam sein. Ich habe mich dann aber damit arrangiert. Ich habe halt nichts mehr gesagt, deswegen konnten sie nichts nachäffen. Ich habe einfach existiert und bin nach der Schule nach Hause gegangen.
Okay, so kann man das ein paar Jahre lang durchziehen. Es gab dann aber in der 8. Klasse so einen Zwischenfall, von dem möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar hatten wir Zeugnisvergabe, ein toller Sommertag, es war richtig schön heiß und die coolen Kids aus der Klasse haben rumgebrüllt: Ey, wir gehen ins Schwimmbad, wer kommt mit? Und unglaublicherweise wurde sogar ich gefragt. Und ich dachte mir so: Ja, ich will mitkommen. Mensch, dann gehörst du dazu und das ist voll geil und ich habe mich richtig, richtig gefreut. Also haben wir unsere Badesachen gepackt und sind dann nach der Schule ins Schwimmbad. Wir haben uns im Freibad, haben uns so einen schönen Platz auf der Wiese ausgesucht, haben uns da alle hingelegt. Wir haben geschnackt und die Leute haben sich mit mir unterhalten und ich konnte mitreden und es war einfach ein total tolles Gefühl, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, jetzt gehörst du irgendwie dazu. Ja. Ha. Aber dann bin ich kurz mal für kleine Mädchen auf Toilette gegangen und als ich wiederkam, waren irgendwie alle Handtücher weg und alle Rucksäcke, bis auf meine Sachen. Ja, es war halt niemand mehr da. Ich war 5 Minuten weg. Wie sind die in der Zeit rausgekommen? Vor allem an mir vorbei. Egal. Jedenfalls, es war niemand mehr da. Und ich stand da halt so ein bisschen betröppelt auf der Wiese rum, hab dann meinen Rucksack aufgemacht und in meinem Rucksack lag der komplette Müll von allen Leuten, die eben noch da gewesen waren. So Pommes-Tüten und Abfälle, Getränkeflaschen, Zigarettenstummel und ich saß da auf dieser Wiese und es war eigentlich so ein schöner Tag. Die Sonne hat geschienen, wir hatten 30 Grad und ich saß einfach nur da und dachte mir, dass das Leben total scheiße ist. Weil ich einfach so verletzt war in diesem Moment. Ich kam mir richtig vorgefühlt vor. Das war ziemlich schlimm. Das war auch so der Tag, wo ich das Vertrauen in meine Klasse verloren habe. Ich dachte davor, ja, okay, meine Güte, dann ist das halt so. Aber dem Moment dachte ich mir, Dankeschön. Das hat echt wehgetan und jetzt leckt mich halt alle am Arsch. Ich habe dann aber in den nächsten Wochen so 3 Mädels aus meiner Klasse kennengelernt und mit denen kam ich super klar. Und die waren total cool. Wir waren so eine Vierer-Clique und es war mir scheißegal, was der Rest der Klasse über mich gesagt hat. Mit diesen 3 Mädchen bin ich durch dick und dünn gegangen. Wir haben so viel Scheiße miteinander erlebt und gemacht und es war einfach richtig, richtig schön. Dann musste ich irgendwann mal für 3 Wochen ins Krankenhaus, weil ich an den Augen operiert wurde. Und als ich dann wiederkam, das ist jetzt nämlich der nächste Gipfel in der Geschichte, also ich kam wieder. Morgens total gut gelaunt zur Schule, so, ey, ich sehe meine Mädels wieder, weil ich die in der kompletten Zeit nicht sehen konnte. Und ich komme in die Schule und freue mich und setze mich hin und sag so, na, wie geht's euch? Halt so wie jeden Morgen. Aber dann meinten die Mädels mir, hey, na, du, wir müssen nachher mal reden. Ich dachte so, okay, ja, klar, machen wir. Und in der ersten großen Pause hieß es dann, jo, wir reden jetzt. Da sind wir in eine stille Ecke unten in der Pausenhalle gegangen. Dann hieß es, Sina, du warst jetzt die letzten 3 Wochen weg und wir haben für uns festgestellt, dass wir es ohne dich schöner finden. Oh. Das war so ein Moment so. Boom! In your face! Und es war nicht schön. Das hat wehgetan. Und ab dem Punkt war ich dann wieder alleine. Habe ich dann wieder alleine mein Essen gegessen, alleine in der Pausenhalle rumgestanden. Und das war ziemlich mies. Vor allen Dingen, weil die anderen ja nicht aufgehört hatten, über mich zu lästern. Das war nicht schön. Aber dann hatte mein Papa eine fabulöse Idee. Meine Eltern haben das natürlich irgendwie mitbekommen, obwohl ich nicht darüber gesprochen habe zu Hause. Es ist ja unglaublich unangenehm zu sagen, ey, die anderen Kinder mögen mich nicht oder ich werde gemobbt. Niemand sagt, ich werde gemobbt, aber die anderen Kinder ärgern mich. Weil das so ein Eingeständnis ist, dass man anders ist, dass man Probleme hat, ist es einfach total unangenehm zu sagen. Deswegen habe ich es auch zu Hause nicht erzählt. Mein Papa ist das natürlich trotzdem nicht entgangen, wie Eltern halt so sind, die merken alles. Und um mich aufzumuntern, hat er mir dann ein Ticket für ein Rock Open Air geschenkt, für ein Festival. Das hieß Rockharz. Da bin ich dann halt alleine mit meinen damaligen, ich glaube 1,40 Meter war ich da groß, bin ich mit meinem Zelt unterm Arm und einem Rucksack aufs Festivalgelände gestapft. Und dort habe ich Leute kennengelernt, die unglaublich cool waren. Ich war komplett alleine da und habe durch Zufall so tolle Menschen kennengelernt, bei denen ich dann auch gezeltet habe und so. Und es war einfach total schön. Das waren, glaube ich, so meine ersten richtigen, 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 richtigen Freunde. Das war cool. Die sind so auf die Schule in der Nachbarstadt gegangen
und waren auch schon ein paar Jährchen älter als ich. Also ich war 15 und die waren 18. Ja, 3 Jahre älter. Ja, 18, genau. Und wir sind dann auch in Kontakt geblieben und haben jeden Tag was zusammen gemacht und ich habe immer so SMS getickert im Unterricht. Damals gab es ja noch kein WhatsApp. Oh, ich bin so alt. Naja, und jedenfalls war das Alleinebleiben in der Schule dann gar nicht mehr so schlimm, weil ich dann nachmittags meinen Ausgleich hatte. Dachte ich. Das Problem war nämlich, dass ich dadurch, dass ich Angst hatte, in der Klasse zu reden, weil natürlich alles direkt wieder umgedreht wurde und alle sich einen Spaß draus gemacht haben, habe ich weiterhin nicht gesprochen und die anderen haben sich weiterhin trotzdem über mich lustig gemacht. Das ist total scheiße, wenn du dich mit jemandem unterhältst, ihm irgendetwas sagst, denkst, oh, Gott sei Dank, alles gut gegangen. Und dann drehst du dich um, gehst weg und hörst, wie derjenige in Lachen ausbricht und seinen Freunden erzählt, was du gerade gesagt hast. Das ist ein scheiß Gefühl. So ein Nachäffen. Ach, ätzend. Naja, und das wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich hatte irgendwann richtig Angst, in die Schule zu gehen. Das war so ein beklemmendes Gefühl. Ich hatte Schweißausbrüche, ich habe gezittert. Ich habe, sobald ich nur in die Nähe des Schulgeländes gekommen bin, habe ich angefangen zu weinen. Und einmal in der Schule habe ich sogar eine Panikattacke bekommen. Da durfte der Krankenwagen kommen. Das ist einfach so ein unangenehmes Gefühl, wenn man weiß, dass man nicht erwünscht ist. Dass die anderen möchten, dass du nicht da bist. Das ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, die Schule zu wechseln. Zur 11. Klasse. Ganz ehrlich. Das war die beste Entscheidung, die ich in all den Jahren getroffen habe. Die Situation in meiner Schule war zum Ende hin so schlimm, dass ich richtig depressiv geworden bin. Das wurde ärztlich behandelt und auch die Panikattacken und so. Irgendwann war mir dann klar, dass ich was ändern muss. Und das war dieser Schulwechsel. Ich habe die letzten 3 Monate, glaube ich, gefehlt in der 10. Klasse, weil ich konnte nicht mehr zur Schule gehen. Das war so schlimm. Und die Lehrer hat es ja auch nicht wirklich interessiert. Ich habe das Thema angesprochen bei diversen Leuten, auch bei meiner Schulleiterin. Und es wurde nicht wirklich was gemacht. Deswegen dachte ich dann, okay, dann musst du halt etwas machen. Und ich habe die Schule gewechselt. Und an meinem ersten Schultag bin ich in die Nachbarstadt gefahren. Ich bin extra eine Stunde früher aufgestanden und habe mich in den Zug gesetzt und bin einen Ort weitergefahren. Ich bin zur Schule gegangen und dachte mir, okay, du warst jetzt immer so unglaublich schüchtern. Du bist jetzt einfach mal, wie du gerne sein möchtest. Ich wollte reden können, ich wollte Witze machen, ich wollte einfach jemand sein, den man gerne in seiner Nähe hat. Jemand, den man nicht beleidigen möchte. Ja, so jemand wollte ich sein. Und so habe ich mich dann auch verhalten. Und es ist alles gut geworden. Die Leute waren alle total nett in meiner Klasse und ich habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Ja, diesen ersten Schultag an der neuen Schule, ich glaube, da war ich. Ja, ich glaube, da war ich ziemlich nah dran, das glücklichste Mädchen der Welt zu sein, weil ich halt wusste, okay, es ist vorbei. Die letzten Monate, Jahre davor waren so ein Albtraum und jetzt war es endlich vorbei. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Damit ist eigentlich alles gut geworden. Wobei, nee, eine Situation gab es noch. Oh, das war toll. Ich hatte eine super gute Freundin auf dieser Schule und es war alles tippitoppi in Ordnung, halt so beste Freunde-mäßig. Eines Tages hat die wohl irgendwie mit Leuten von meiner alten Schule geschnackt und die haben ihr so Sachen erzählt von wegen, die ist voll scheiße und so, ja, die war früher bei uns, ist total doof und die ist halt einfach beschissen. Da kam dann diese Freundin auf mich zu und meinte zu mir, du, pass auf, ich habe gehört, wie du eigentlich bist. Ich habe mit Leuten von deiner alten Schule gesprochen. Und da ist mir das Herz schon so ein bisschen in die Hose gesackt, weil ich dachte, oh Gott, nein, es geht schon wieder los. Sie meinte dann zu mir, du bist so ein falscher Mensch, dass du hier so tust, als wäre die Welt in Ordnung. Eigentlich bist du gar nicht so. Und ich wünschte, du würdest dich umbringen. Das war ein ganz, ganz stranger Moment, als die mir das gesagt hat. Das war sehr, sehr krass. Ich war in dem Moment aber so weit genug, dass ich nicht wieder in dieses Depri-Loch reingefallen bin, weil ich mich in meine alte Rolle zurückgedrängt gefühlt habe, sondern ich konnte dann sagen, weißt du was, dann
lass mich doch einfach in Ruhe. Das, was damals passiert ist, das war nicht meine Schuld. Und das war keine Rolle, die ich mir ausgesucht habe. Und ich war halt einfach glücklich an der neuen Schule. Und das wollte ich mir nicht kaputt machen lassen. Also habe ich gesagt, ja, dann verzieh dich, lass mich in Ruhe. Du hast kein Recht, mir sowas zu sagen oder dir sowas zu wünschen. Ich meine, Gott, wer sagt einem anderen Menschen denn, dass er sich umbringen soll? Wie kommt jemand auf die Idee, sich sowas herauszunehmen? Wie verachtend ist das denn? Gott! Ja, jedenfalls habe ich einen Fick drauf gegeben. Ja, aber bis auf diesen Zwischenfall war dann eigentlich alles gut. Es ging mir gut. Ich habe dann auch mein Abi mit einem guten Schnitt geschafft. Ich habe ein Studium angefangen. Ich bin aus dem Harz nach Stuttgart gezogen, habe da studiert. Ich habe ein halbes Jahr in Bangkok gelebt. Ich bin nach Berlin gezogen. Und es ist einfach krass, wie sehr diese Entscheidung, die Schule zu wechseln und mit meinen Eltern darüber zu sprechen, wie sehr das jetzt im Endeffekt mein Leben beeinflusst hat, weil alles richtig awesome geworden ist. Und es tut mir leid, dass ich euch jetzt so zugelabert habe, aber ja, für alle, die bei denen es gerade richtig scheiße ist, es wird alles gut. Und egal, ob es jetzt eine Woche braucht oder ein Jahr, irgendwann kommt der Tag, wo du sagst, es ist vorbei und ich fühle mich gut. Und dieser Tag wird kommen, hundertprozentig. Man sollte einfach offen über seine Probleme sprechen mit dem Lehrer. Vielleicht haben andere da mehr Glück als ich. Das habe ich auch letztes Jahr meinen Workshop-Teilnehmern empfohlen, irgendwie mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen oder mit dem Klassenlehrer. Weil Erwachsene haben immer einen größeren Überblick über solche Gefüge und die können dann Gespräche anleiten. Oder mit den Eltern oder gegebenenfalls, falls es wirklich nicht besser wird, einfach die Schule wechseln. Oder es gibt so viele Möglichkeiten und man sollte sie auf jeden Fall ausnutzen, anstatt dass man da, keine Ahnung, 5 Jahre sitzt und das alles über sich ergehen lässt, weil das hat niemand verdient. Das war jetzt echt krass, mal über das Thema zu sprechen, weil es doch wirklich sehr persönlich und intim ist. Und falls jemand von euch da draußen, hier so, oh, großer Finger. Falls jemand von euch da draußen Tipps hat für Betroffene, wie die sich helfen könnten, dann lasst uns doch mal unten in den Kommentaren schreiben, was ihr machen würdet oder was ihr getan habt, falls ihr sowas mal hattet. Wie seid ihr da rausgekommen? Und findet ihr auch, dass immer alles gut wird? Ich finde ja, das Leben ist wie so eine Berg- und Talfahrt. Nach jedem Tal kommt ein Berg. Und natürlich kommt nach jedem Berg wieder ein Tal, aber dann kommt auch wieder ein Berg. Und das geht immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Ich hoffe, dass ich irgendjemandem da draußen ein bisschen Mut machen konnte, dass alles besser wird. Und falls es auch nur bei einem von euch geklappt hat, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das war nämlich die Absicht dieses Videos. Es bleibt nicht mal so scheiße. Es wird besser.